Hallo und willkommen zurück hier bei FIFA 15. Wir spielen heute gegen Greuther Fürth. Ja, die haben aber auch nicht gerade die schönsten Trikots. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Silberlevel Torwart zum Spielen. Start drücken. Das kriegen wir doch hin. Wunderbar. Wir mit unserem großartigen Hensch. Als alleiniger Stürmer. Wunderbar. Oh, Alter. Scheiße, war das blöd. Okay, ja, schon mal ein großes Geruppe hier am Anfang. Und, ja, ach, Einwurf. Oh, wir haben Ballkontakt gehabt. Ich bin so froh. Oh, schön. Alter, was für ein Fehlpass. Das habe ich ja schon vorher gesehen. In dem Moment, als ich die Passtaste gedrückt habe. Wieso hat er den Ball jetzt nicht mitgenommen? Ah. Ärgerlich, ärgerlich. Gehen wir mal hier auf Position. Der Einwurf für den Gegner. Kaceda oder Zuli Pledel. Kenne ich alle nicht. Fürst, ne? Ist Greuther Fürth überhaupt wirklich in der ersten Liga im Moment? Ich glaube, Paderborn ist in der ersten Liga, ne? Und Greuther Fürth ist wieder abgestiegen. Ich bin mir leider nicht so ganz sicher. Wunderbar, bisher sieht es aber ja noch ganz gut aus. Wir halten das hier alles so relativ im Mittelfeld. Und die machen ganz schön Druck, die Greuther Fürther. Oder wie sagt man denn zu denen? Die Fürtheraner? Die Greuther? Ich weiß es nicht. Oh Gott, jetzt daddeln die sich da auch ein zurecht. Da kommen wir hinten ja jetzt wohl gar nicht mehr raus, wa? Wenn das so weitergeht, das kann nicht sein, Jungs. Wurz! Alter, direkt zum Gegenspieler. Das ihr wollt, ihr seid hier in der Champions League. Wie wollt... Alter, das kann nicht euer Ernst sein. Stieper Mann. Jetzt liegen wir gegen Greuther Fürth hinten. Böse, böse, das war aber endlich mal hier mal ein Ausrufezeichen von uns. Ah, das war ja genau, das war im letzten Spiel ja auch schon so, ne, wo wir so einen extrem geraden Schuss gemacht haben, der fast reingegangen wäre. Wo ja alle nur blöd geguckt haben. Alter, war der schlecht. Das war ein ganz komischer Ball gerade. Der war so langsam und da hat sich ganz komisch gedreht. Oh. Wieso schießen wir denn an und andauernd auf den Mann? Das kann doch nicht sein. So, Kamera, dreh dich. Ich sehe nämlich nichts. Danke. Oh. Alter Schwede. Warum? Da muss noch mal ein paar Bälle reingehen, Alter. Wir liegen 1-0 hinten, das ist gleich Halbzeit und die rennen uns... Oh, das ist doch ein ganz klares Foul. Das könnte sogar noch eine Karte geben.
Okay, oder auch nicht. Sah vielleicht auch einfach nur schlimmer aus, als es wirklich war. Uiuiuiuiuiui. Gregor Hinch, 4 Schüsse und 3 davon aufs Tor. Immerhin hat der Torwart ihn hier jetzt festgehalten. Alter, der drängt uns hier ja mal krass ab. Habt ihr das gesehen? Was ein Schweinehund. Aha. Hätte er zu mir gepasst, hätte der Schiri vielleicht noch kurz weiterlaufen lassen, den Angriff. Nun gut, wie sieht's denn? Werder Bremen spielt gegen Eintracht Frankfurt. Ja, dann muss ich natürlich auch mal noch ein bisschen drauf schauen, dass wir da... Ja, dass das Bremen zumindest nicht absteigt. Alter! Hat der uns da von den Beinen geholt? Gibt das eine Karte? Wo ist ein... Jawoll, gelb. Sehr schön, Arschloch. Holt uns hier nicht nochmal so von den Beinen. Ich habe keine Ahnung, wie man Dingens schießt. Keine Ahnung, wie man Flanken schießt hier. Alter, dann setzt er uns dahin. Der hat sie doch nicht alle. Oh nein! Wir hätten das Kopfballduell gewinnen müssen. Ja! Ja! Kopfballtor! Ich werd wahnsinnig! Oh, ist das schön! Wird aber auch mal Zeit. Das sah aber sehr komisch aus, das Kopfballtor. Alter Schwede. So, wir haben jetzt 2 Tore in dieser Bundesliga-Saison geschossen. Mager, mager. Dafür das schon irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hatten wir jetzt hier schon? Müsste jetzt, glaube ich, das 7. Spiel sein, ne? Oh, er schießt den einfach mal weg, okay. Immerhin haben wir noch ein Tor geschossen. Alter! Haben wir wenigstens ein bisschen unsere Pflicht erfüllt hier als Stürmer. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn wir noch ein zweites schießen könnten oder zumindest irgendwie eins vorbereiten. Dass, ja, wir noch gewinnen. Nein, nein, falsch vorgelegt. Oh, oh, so ärgerlich. Ich wollte doch in dem Moment gar nicht mehr sprinten. Ah, verdammt. So, Alter, wo passt der denn hin? Das war ja mal am Arsch der Welt. Shit, da standen wir ein bisschen falsch. Okay, die decken uns hier mit 2 Mann. Oh, zu dritt, Alter, konnten wir auf uns ziehen. Boah, krass. Nein! Oh! Ich hatte das 2-1, die Führung hatte ich auf dem Kopf. Gelbe Karte, für wen das denn? Roberto Hilbert, warum das denn?
Alter, ich hatte die Führung auf dem Kopf und ich mache es nicht. Wie schlecht. Aber wir haben immer dafür noch hier noch so ein Ding jetzt freigeschalten. 40 erfolgreiche Kopfbälle. Ja, jetzt geh doch hin zum Kopfball und guck dem Ball nicht so blöd hinterher. Oh nein! Gibt's das Ecke? Nein, natürlich nicht. Ach, ich könnte kotzen. Ich habe nur mal gerade kurz geguckt, ob sich an der Aufstellung was geändert hat, aber das hat es nicht. Sehr schön. Oh Gott, wir müssen die hier jetzt noch 90 mir 5 Minuten Nachspielzeit. Wow. Okay. Nein! Oh! Oh, ein Kopfball! Scheiße, Kacke, das war's damit. Ein Unentschieden. 1-1. Aber wir haben sehr, sehr gut gespielt, würde ich jetzt hier mal behaupten. So zum Ende hin lief das ja doch noch ganz gut. Und es gibt hier Springen plus 1 und so wird alles wieder jetzt für die ganzen abgeschlossenen Spiele. Sehr schöne Spielerbewertung von 9,6. Alter, damit sind wir hier aber auch Spieler des Tages. Da haben von den Alter, der hier, der Torwart, hat natürlich auch sehr gut gehalten. Die 8,7 hat er sich schon verdient. Auch wenn er einen leider nicht halten konnte, aber ja, irgendwann treffen wir dann doch. Und wir haben jetzt hier einen Wert von 5 Millionen. Kürzlich für 6 Millionen von Werder Bremen. Achso, da hat sich also nicht viel geändert da an dem Wert. Okay. Halt. So, wir müssen als nächstes gegen den BVB. Und hoffen wir mal, dass wir da ja ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr Tore schießen können. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.